Ah, Chef, wie sieht ihr? Guten Abend. Guten Abend. 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 Sie sind Herr Kröde, ne? Immer noch. Ja. Abend. Sie sind Ingo. Ja, richtig, ja. Und ja. Ja, Sie sind Herr Ingo, ne? Ja, ja. Jetzt kann ich Sie mal sehen zum ersten Mal. Ich habe ja schon sehr viel von Ihnen gehört, aber... Ja, Frau Kager. Ja. Ja, natürlich. Wir haben uns ja... Das ist ganz lange. Wir haben uns mal gesehen. Wann haben wir uns denn schon mal gesehen? Da kann ich mich nicht weiter dran erinnern. Doch, ich meine, Sie waren... Das ist Jahre nein, her. Nein. Da müssen Sie sich täuschen. Nee, dann täusche ich mich wohl, ne? Ich komme auch nicht einfach so hierher. Da können Sie mal ganz sicher sein. Ist denn... Ist was passiert? Ist nein, ich möchte mit Ihnen mal ein paar Worte wechseln. So einfach ist das. Ja, ja. Mein Mann ist ja jetzt gerade zu Hause. Wir wollen ja morgen... Es kostet mich schon auch etwas Überwindung. Das muss ich Ihnen auch mal ganz klar so sagen, wie das jetzt auch wirklich ist. Es kostet mich Überwindung, zu Ihnen zu kommen. Ja. Mein Mann ist ja jetzt augenblicklich zu Hause, weil wir morgen früh ja... Wir fahren ja morgen früh ganz früh nach Travemünde. Sie wollten noch auf Kreuzfahrt? Ja, das machen wir auch. Ja. Wir fahren erst von Travemünde nach Trelleburg und dann fahren wir von da mit dem Schiff Richtung Norwegen in die Fjorde, auf die Hurtigruten. Ja. Mein Mann und ich, weil ich ihm das Eheversprechen erneuert habe. Ja. So, und Ditsche ist jetzt da und er hilft jetzt meinem Mann wischen, die Koffer packen und so weiter. Deswegen habe ich jetzt die Gelegenheit ergriffen, mal hierher zu kommen. Und es kostet mich schon etwas Überwindung, das möchte ich schon mal sagen. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Worum geht es denn? Ich dachte, dass Sie vielleicht selber darauf kommen. Nee, jetzt ehrlich gesagt, Dann muss ich Ihnen wohl mal auf Sprünge aufhelfen. Ja. Das könnte ja sein. Ja. Ditsche hat gesagt, Sie hätten über mich behauptet, was ist denn das für eine Rabenehefrau, die ihren Mann einkerkert im Schlafzimmer mit einer Wand, die ihn nicht auf Toilette aufgehen lässt und ihn auch noch prügelt. Also Rabenehefrau habe ich jetzt bestimmt so nicht gesagt. Das kann ich mir wie jetzt... haben Sie das denn dann gesagt? Das kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, aber ich fand das ja schon ganz erstaunlich, was er mir erzählt hat. Was hat er Ihnen denn erzählt? Naja, dass Sie da aufgrund der Tatsache, dass Sie sich nun da ein bisschen, wie soll ich sagen, auseinandergelebt haben, dass Sie da jetzt eine Wand einziehen. Das kommt ja jetzt nicht alle Tage vor bei Leuten, also insofern. Und wie hat er das erzählt? Dass das meine Idee war, im Schlafzimmer eine Wand zu ziehen? Oder wie hat er das erzählt? Ja, so hat er das erzählt. Ist das nicht so gewesen? Und dann reden Sie einfach so, ohne sich zu vergewissern, ob das stimmt, reden Sie einfach so, dass ich eine Rabenehefrau bin? Nee, das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber so ist es mir zugetragen worden und auch nicht nur einmal. Wie? Was erzählt er denn dann? Was erzählt er denn dann hier, wie sich das zugetragen hat mit der Rigipswand? Ja, das ist eine gute Frage, Frau Kager. Ich kann Ihnen mal sagen, wie sich das zugetragen hat, weil der Mann sich ja gehen lässt. Er hat ja auf der Club-Couch hat er ja den ganzen Sommer verbracht, bis ich ihn dann des Feldes verwiesen habe, dass er sich mal was durch den Kopf gehen lässt. Ja. So, und dann habe ich gesagt, gut, ich lasse ihn rein, wieder in die Wohnung. Aber dann müssen wir da irgendeine Regelung treffen, dass wir dann irgendwie für ihn ein Bett, aber bitte nicht im Schlafzimmer. Das war von vornherein die Absprache. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, dass Ditsche ihm dabei hilft. Genau. Und der hat dann wieder mit seinem Giovanni da. Kennen Sie Giovanni? Ja, der war auch mal ein paar Mal hier. Ja. Ich kenne ihn nicht, aber so flüchtig halt. Ne? So, und wir haben ja ein Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer haben wir ja eine Zweier. Eine karierte Zweier und einen kleinen, alten, dicken Sessel, den habe ich sogar noch von meiner Großmutter bei damals noch bekommen. Die hat ihn ja durch zwei Weltkriege durchgetragen und dann in der Ecke rechts am Fenster haben wir die Stehlampe. So, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das so, dann kommt die Stehlampe auf die andere Seite, das Sofa bis an die Wand ran und ihr tragt mir bitte den dicken Sessel in den Keller. Mhm. Und dann entsteht mir bis zur Wand, jetzt muss ich sagen, 1,50 Meter oder sowas. Mhm. Und da können wir wegen mir eine Trennwand hinsetzen, wie ein Paravent und oben eine Leiste mit einer Gardine bei. Und dann kann er da noch ein 70er Bett reinkriegen. Das habe ich gesagt. Ach so, im Wohnzimmer ja, eigentlich? Ja, im Wohnzimmer. Ich habe gesagt, das Schlafzimmer ist tabu. Ach,
Ach. So, deswegen habe ich mir das schon gedacht, dass er jetzt hier wieder irgendwelche Geschichten verbreitet. Das weil, ist ja interessant. Da hat er gesagt, er macht das mit Giovanni. Und mein Mann wollte denn da irgendwie behilflich sein. Er kann ja auch nicht mehr so ohne weiteres seinem Bein. Genau. So. Genau. Und dann habe ich gesagt, dann baut ihr das da rein und fertig. Ihr müsst aber nur die 70er Matratze, die müsst ihr holen. Die kriegen wir von Freunden erarbeitet bei der Teppichdomäne, da kriege ich das günstiger. Ja. So. Und dann haben wir noch ein Bettinlay, so ein Lattenrost gehabt mit 70er Breite bei Freunden. Das mussten sie aber aus Bahnfeld holen. Und den Sockel auch irgendwo her. Das war aber dann noch in Porpenbüttel. Ja, ja. So, und dann, wie sich das denn herausgestellt hat, war ihm das alles zu viel Arbeit. Ich habe gesagt, dann baut ihr das da rein und dann ist gut. Ja, aber ey, was ich jetzt gar... Und dann hat er das einfach von sich aus dann das alles nicht im Wohnzimmer, sondern ins Schlafzimmer gemacht. Ja, weil ich bin dann los. Ich habe gesagt, wie lange braucht ihr denn dafür? Und dann hat er gesagt, so 2 Stunden, da weiß ich ja schon bei Ditsche, wenn der das mal losgeht, kann ja gar nicht sein. War, dann braucht er 5 Stunden. Ja, das kann ja gar nicht. Das so, dann habe ich das gleich verbunden, dann bin ich bevor ja noch in Bett. Haben Sie irgendwas zu... Es ist für mich möchten wirklich, Sie was trinken? Kann ich Ihnen was anbieten? Für mich möchten wirklich Sie ein Bier vielleicht? Ich trinke kein Bier. Haben Sie ein Pegolo vielleicht? Ja, habe ich. Nehme ich sowas mal. So, und dann bin ich los nach Bergedorf und als ich dann abends wiederkam, dann hatte er das im Schlafzimmer eingebaut. Ja, ja. So, und dann hat er gesagt... Einfach so, weil er sich das... Er hat dann gesagt, was soll ich 3-mal durch die Stadt fahren? Hat er dann zu Giovanni gesagt, das habe ich noch gehört, als Giovanni rausgegangen ist. Sie sagte, sie sollen mal nicht so rummeckern, wir haben ja den ganzen Tag gearbeitet. Und dann haben sie das ins Schlafzimmer, dann haben sie die beiden Betten auseinandergezogen und unten noch mit dem Teppichmesser den alten Teppich von meinem, den habe ich noch von meiner Mutter damals noch beigekriegt. So. Ich will mich auch gar nicht aufregen, aber es ist ja wirklich nicht. Na ja. So. Und dann hat er die Rigipswand da eingebaut. So, dann hab ich noch Prost erstmal. Ja, Prost. Vielen Dank. Ja, doch nicht für. Das ist ja nun wirklich, also ich bin ja nur einiges gewohnt von Ditsche, aber dass er nur aus freien Stücken da ihr Bauvorhaben ins Schlafzimmer verlegt, das ist ja nun wirklich ein starkes Stück. Er war zu faul, durch die Stadt zu fahren und die Teile überall einzusammeln und den dicken Sessel in den Keller zu tragen. So wird es gewesen sein. Ja. Und dann waren sie quasi, und als sie wiederkamen, war der Drops gelutscht und das Ding war fertig gebaut, oder? Ja. Ja. So, und dann habe ich eine Nacht da geschlafen. Und dann war das ja auch bitterlich kalt. Das war die erste Nacht, wo wir hier Nachtfrost hatten in Hamburg. Ja. Nicht? Und dann habe ich natürlich auch, ich habe es auch ein bisschen mit der Hüfte, das war dann furchtbar kalt und frische Luft habe ich auch nicht bekommen, weil das war ja komplett zu. Er hat es ja bis vorne rangebaut. Ja, dann hat er dann noch irgendwas mit einer Säge gemacht und dann Nudelsieb reingetan, damit ich dann eine Belüftung habe. Es ist ja so, dass auf der anderen Seite, dann, wo mein Mann geschlafen hat, da war das Fenster. Das hatte er sperrangelweit auf, damit der Mann dann austreten kann. Und ich werde beschuldigt, ich lasse meinen Mann nicht auf Toilette. Also das, Frau Karger, das ist ja wirklich, das, also ich meine, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ich kann es Ihnen wirklich nicht beschwören, was ich jetzt gesagt habe, aber... Also, dass ich Sie jetzt in dem Sinne so beleidigt hätte, so ist das nicht gewesen. Also wirklich nicht. Wie gesagt, ich war erstaunt darüber. Das kann ich bestätigen. Siehst du? Nicht beleidigt. Das hätte mich jetzt auch, also ich war jetzt eben ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich kann das verstehen, dass Sie das so... Wissen Sie, es ist ja auch so, wenn ich mit meinem Mann jetzt auf die Hurtigruten beigehe, um das Eheversprechen zu erneuern. Wir haben ja vor 45 Jahren geheiratet und haben keine Hochzeitsreise gemacht. Und nach dem ganzen Theater mit ihm in den letzten Wochen und auch eigentlich davor schon das ganze letzte Jahr war so eine Katastrophe. Ja, ja. Dass ich ihn überhaupt dann noch reinlasse. Ja. So, und dann muss man sich sowas anhören. Und das lacht mir das auf die Seele. Ja, das muss ich Ihnen sagen. Sonst kann ich mit ihm nicht auf eine Hochzeitsreise gehen. Wenn ich den Eindruck habe, da hier, wo seine Freunde immer sagen, hier in den Kreisen sich aufhalten, wird über mich schlecht geredet. Ja, ich bin ja eine herzensgute Frau. Nee, um Gottes Willen, Frau Karger, nein, das verstehe ich. Das verstehe ich vollkommen. Also,
Nee, also da, von daher müssen Sie, da müssen Sie sich jetzt nur keine Sorgen machen. So, und dann war das ja eiskalt da drin. Dann habe ich gesagt, der soll mal für eine vernünftige Wärmeisolierung sorgen. Dann hatte er am nächsten Tag, dann hatte er da, der war dann auch wieder Polizei im Haus. Dann hat er da, kam er an, hier, ich mache eine Dämmung aus so Styroporkästen. Wissen Sie, wenn Sie sich mal irgendwas kaufen, Staubsauger, ja, ist der ja in so einem Kasten drin mit so Styropor. Dann hatte er da 10, 12 Stück oder so, die hat er dann da plötzlich gehabt. Dann hat er sie da angeklebt an der Wand, auf meiner Seite. Und hat noch gesagt, da haben Sie jetzt ein schönes Regal, können Sie auch noch Ihre kleine Pinguinsammlung reinstellen. Ich häkel doch immer Pinguine und stopf die mit Watte aus. Ja, das ist so. Dann dachte ich, oh, wo hat er die jetzt wieder her? Aber gut, habe ich mir jetzt nichts weiter gedacht. So, ja, sagt der Sperrmüll. Dann stand die Polizei vor der Tür. Was, wegen den Styropor? Da war er bei Elektro Buddenhagen oben am Winterhuder Marktplatz. Ja, ja. Offenbar war er da hinten auf dem Hof auf und hat dann später gesagt, er war der Meinung, da wird der Müll gesammelt. Aber das waren Container, da haben die Kartons gesammelt, wo sie die Fernsehgeräte, ja, und die Toaströster und so weiter, ja, die sie jetzt besorgen für den Laden vorne, die Ausstellungsteile, die, ja, haben sie da die Verpackung gelagert. Ja. Und dann ist er aber mit den Dingern los und hat dann aber auch noch eine Spur gelegt, weil das ja dann so abbröselt, ne? Also wirklich, also der Mann geht ja auf dünnen Eis sowieso, ne? Also das er ist tut ja, mir ja auch leid. Ja, natürlich tut er einen leid, Frau Kager. Er tut mir ja auch leid. Ich meine, jetzt mal ganz unter uns, ne? Also ich meine, was meinen Sie, weshalb ich den hier immer noch nach Feierabend, wo ich schon lange hier den Rollladen zumachen könnte, dass ich den überhaupt immer noch reinlasse? Ich meine, glauben Sie, dass ich reich werde von dem Besuch, den der hier, also das müssen Sie nicht denken, ne? Sie haben ja hoffentlich auch noch andere Kundschaften. Ja, natürlich. Ich bitte Sie, sonst wird es den Laden ja gar nicht geben. Also das ist ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Aber ich wollte nur sagen, natürlich tut er mir auch leid. Dann baut er immer diese Geräte. Ach Gott. Immer mit Staubsauger und dieser ganze Quatschkram. Mit zwei Staubsauger, die er aneinander bindet und was weiß ich nicht ja, alles. Ja, aber das ist ja gar nicht mal, manchmal muss ich sagen, ist das gar nicht so doof. Das muss man auch sagen, da ist auch manchmal was hinter. Jetzt hat er zum Beispiel, als er die Rigipswand eingebaut hat, dann hat er die auch gestrichen. In einer schönen Farbe, so einen hellen Blau. Das hat er meinen Mann wohl gefragt, der sagte, hellblau ist schön, weil der das immer gern so ein bisschen maritim hat. Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, dass, ja, gut, so kann man ja auch machen. Ich hätte jetzt keine Farbe gebraucht, aber gut. Dann war ich einkaufen, ich komme wieder, dann war das gestrichen. So, dann hat er dazu aber meine Nudelrolle genommen, denn ich hatte gerade gab's bei Kirchgobs so ein Set für die Toilette, so zum Überzug, so ein bisschen mit so einem etwas dickeren, weichen. So ein flauschigen. So, den hat er da abgezogen, dann hat er das mal sagen rechteckig ausgeschnitten und hat das auf die Nudelrolle aufgeklebt und damit hat er dann die Wand gemalt. Ja, und dann war Ihre Nudelrolle, die konnten Sie dann hinterher wegschmeißen und den Knoll. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, irgendwie ganz schön pfiffig. Das muss man schon auch sagen. Aber er hat dann auch so Ideen. Alleine diese ganze Nummer. Was hat er denn gesagt? Weil das Gerücht, wo ja Sie hätten gesagt, ich würde meinen Mann einkerkern und ich lasse ihn nicht auf Toilette auf. Die Nummer mit dem Dixi-Klo. Ja, dass er da immer aufs Dixi-Klo. Haben Sie mal ein Unterberg für mich? Ja, ich habe hier einen kleinen Kümmerling. Oh, das glaube ich, das brauche ich mal für mich hier, für den Magen, wenn ich jetzt um diese Uhrzeit. Ja, sicher, das bekommt einen ja besser, trinke. Ne? Das bekommt einen ja besser. Ja, ja, klar. Nee, ja, das ist ganz, auf einem Bein kann man nicht stehen. Geben Sie mir mal gleich noch einen. Ja, klar. So, da war es ja so, dass. Wo Sie haben ja vielleicht mitgehört, Prost. Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, dass mein Mann da abtransportiert wurde versehentlich. Ja, weil er ja da eingeschlafen war. Er war eingeschlafen. Auf dem Klo. Und warum war er eingeschlafen? Weil er, was war denn da? Er hatte doch... Er sollte sein Geld aufessen. Ja.
Und dann hat Frau Kager, also das gibt's doch gar nicht. Ich habe das, das auch nicht verstanden. Das habe ich aber auch erst hinterher erfahren, als ich erfahren habe, dass mein Mann die ganze Nacht da unten auf diesem Klo war. Ja. Aber das war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass er nicht rauskam. Und dass er nicht rauskam, das lag an Dixi. Aus den Häuschen, aus den Dixi-Klo-Häuschen? Da kam er nicht. Kam er nicht raus? Er kam da gar nicht raus. Wieso kam er da nicht raus? Weil Dixi das abgeschlossen hatte. Was? Wieso das denn? Er hatte das abgeschlossen. Aber wieso schließt er das ab? Wo, das verstehe ich gar nicht. Wieso denn? Er hatte sich gedacht, weil auf der Baustelle, da sind ja drei Dixi-Klos, und er hatte sich gedacht, das eine macht er für meinen Mann fertig. Ja. So, und mein Mann hat gesagt, ja, da ist er immer abgeschlossen. Und da hat Ditsche gesagt, nee, die hängen das immer nur ein, das Schloss. Aber er hat das natürlich besser gewusst und hat das Schloss aufgeknackt und hat von unserem Keller das Schloss daran gehängt. Weil er wollte, dass die Bauarbeiter da nicht draufgehen, damit Herr Kager, also hat er gesagt, Herr Kager soll sein eigenes WC. So, und da habe ich gesagt, ja, das ist ja schön und gut, aber man kann das ja nicht irgendwie im Nachhinein. Habe ich gesagt, Sie können das doch nicht einfach jetzt hier zuschließen oder was. Dann hat er morgens, ist er immer, bevor die Baustelle wieder aufgemacht hat, hat er das Schloss abgeschlossen und abends, wenn die Baustelle zu war, hat er das aufgeschlossen, damit mein Mann dann nachts rein kann. Ja. Und so. Die Bauarbeiter haben sich da gar nicht weiter um gekümmert, dass da ihr eines Klo immer abgeschlossen ist. Das haben sie, dann weiß ich gar nicht, wohl gedacht, dann gehen sie auf ein anderes Klo oder irgendwas. Das war ja auch nur für ein paar Tage. Ja, ja. So, und dann war es so gewesen, dass mein Mann dann in der Nacht ja ein paar Mal auf Klo war, was denn Ditsche wohl nicht wusste. Ja. So, und dann ist er tatsächlich mal kurz eingeschlafen. Und dann ist Ditsche, weil der steht ja immer früh auf, morgens um 7 hingegangen und hat das abgeschlossen, das Klo. Und dann sind die gekommen. Und da saß er noch. Da saß er dann noch. Und dann hat Ditsche ja hinterher, das hat mir dieser Giovanni dann erzählt, dass Ditsche behauptet hätte, dass die ganzen, der hatte ja lauter Beulen am Arm. Der war ja ganz fertig, der arme Mann. Ja, ja. Ja, eben. Aber nicht, weil er da hin und her gefahren ist, das hat Ditsche dann erzählt, sondern er hat versucht, dagegen die Tür zu hauen und rauszukommen. Und den haben sie nicht gehört. Der Mann, der diesen Transportlaster gefahren hat, der hat jetzt das nicht gehört, weil er ja so einen Motor hat und klar, diese Dinger da rausfahren. Das ist zu laut. Ach du Elend. Das ist aber ein starkes Stück. Das muss ich sagen. Ja, es ist, Frau Kager, der Mann ist eine Belastung für Sie. Das muss man ganz klar benennen. Er tut mir ja auch leid. Ja, ja, ich verstehe das ja. Ich weiß ja, da bin ich ja auch Ihrer Meinung, aber es ist ja wirklich... Es ist auch mal schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich höre ja, ich will mich ja da gar nicht noch so... Haben Sie noch so einen da? Noch einen kleinen Piccolo? Ja, klar, natürlich, sicher. So. Ja, ja. Es ist ja genauso mit der... Mit der Kohlroulade, da wie er da ausgespuckt hat, da habe ich auch gedacht, dass er jetzt stirbt. Die Kohlroulade? Da weiß ich jetzt gar nicht gerade. Ihr Mann mit der Kohlroulade? Ja, oder? Ja, nee, da wo er dann nachher sein Gedächtnis wieder hatte. Ach so, wo sie ihn auf den... Ja, und das hat er mir ja so wiedergegeben, dass sie gesagt hätten, ich würde meinen Mann schlagen. Nee, Frau Kager. Dabei habe ich ihn nur auf den Rücken gehauen und dann ist das vorne rausgefallen. Das ist doch eine ganz normale Sache, wenn man jemanden auf den Rücken haut dann. Er hatte sich doch verschluckt, oder was? Er hat doch reingebissen und dann hat er sich irgendwie verschluckt. Ja, das meine ich doch. Ja, das meine ich doch. Frau Kager, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich jetzt gesagt habe, dass Sie, was, dass Sie Ihren Mann verprügeln oder was? Wie haben Sie jetzt... Ja, das Frau Kager, jetzt mal ernsthaft. So hat er das wiedergegeben. Ja, er hat gesagt, was ist das für ein... Sie hätten gesagt, was ist das für eine Rabenehefrau, die ihren Mann einkerkert und nicht auf Toilette gehen lässt und ihren Mann schlägt. Also, jetzt muss ich mal wirklich sagen, ich glaube, da kann sich jemand nächsten, wenn der nächstes Mal hier antanzt, der Kollege, dann kann er sich, glaube ich, mal warm anziehen. Weil, ich meine, so geht es ja nun wirklich nicht. Hier, also, ich bin hier quasi der Samariter das ganze Jahr über, reiche ihm die Biere raus und er erzählt hier hinter meinem Rücken irgendwelche Storys über mich. So geht das ja nun gar nicht.
dann hat sich hinterher auch rausgestellt, er hat da offensichtlich, hat er ja den Ehering von meinem Mann in die Roulade reingetan. Daran hat sich mein Mann verschluckt. Am Ehering in der Roulade drin, der war ihm nämlich eigentlich viel zu klein. Er hat dickere Finger inzwischen bekommen. Und er lag immer in der Küche, nee, draußen, so eine Schale drauf. Und als ich dann nachher die ganze, mein Mann ist ja dann mit dem Kopf in Kartoffelbrei reingefallen. Und dann noch war er, dann hat er noch ein bisschen gedauert, aber dann war er ja wieder klar, Gott sei Dank. Immerhin, ne? Das ist natürlich das Glück in Unglück gewesen. Ne? So, aber dann habe ich jetzt den Ring gefunden auf der Anrichter auf. Und ich habe mich schon gewundert, wieso er da liegt und nach Maggie riecht. Das hatte Ditsche da reingetan in die Roulade, da wusste ich gar nichts von. Ja, das stimmt, er hatte den da wieso hatte er den denn da reingetan? Nochmal, weil ich hatte die Idee, dass ich meinem Mann das Lieblingsgericht koche. Weil ich mir dachte, durch den Duft und durch die Liebheit, die das Lieblingsgericht herbeiführt, dass mein Mann dann vielleicht seine Erinnerung wieder an mich bekommt. Ja, ja. Und dann hat er hinterher gesagt, er wollte den ganzen noch ein bisschen Nachdruck verleihen und den Ehering noch reintun, dass wenn er die Roulade aufmacht, dass er denn den Ring findet. Aber mein Mann hat er ja gar nicht nachgeguckt. Er hat gleich reingebissen. Er hat doch gar nicht nachgeguckt. Woher soll er das denn wissen? Sehen Sie, das war wieder so eine, ich meine, er meint es ja gut immer. Das ist ja das Problem, Frau Kager. Er meint es gut. Er meint es eigentlich auch gut. Dabei rauskommt, ist immer eine, soll ich Ihnen mal ein Taschentuch? Nein, das geht schon. Vielen Dank. Nee, ich lege Ihnen das hier hin, dann können Sie sich ein bisschen bedienen, wenn Sie mögen. Ne? Danke. Ja, es ist... Wissen Sie, wir haben alle unser Päckchen mit Ihnen zu tragen. Also, Wissen Sie, immer diese Geräte, ne? Ja, die Geräte. Ich habe ja schon mal gesprochen darüber vorhin. Ja, ja. Es sind aber auch manchmal gute Geräte dabei. Das ist ja gerade das Merkwürdige. Also mir hat er schon mal fast den Laden abgefackelt, weil er irgendwas hier an eine Steckdose unbedingt anschließen wollte, wo er, weiß ich nicht, den Mondstaub von Satelliten abhören wollte oder irgend. Ich weiß das natürlich schon gar nicht mehr, aber ich weiß noch, was hier für ein Qualm in der Bude war. Und das war nun nicht das Einzige. Ja, mit Feuer. Oder? Oh ja. Mit Feuer hat er das eben. Ja, eben. Er hat ja auch mal die Teppichheizung hat er ja auch mal gebaut. Ja. Aus Alufolie und Karnickeldraht. Und dann hat er da irgendwelche Drähte an Toaströster angebunden und den Teppich drüber. Das ist ja auch durchgefackelt. Natürlich. Da haben wir auch alle zu ihm gestanden und gesagt, das war irgendwie ein Schwelbrand und wir wissen nicht. Ja. Aber er hat auch mal diesen Educho, den fand ich gar nicht mal von der Idee, sind die Sachen wirklich gar nicht schlecht. Dann hat er mal so einen Schuh gemacht, so einen Gummistiefel und hat ihn mit Alufolie ausgeschlagen und aus so einem Rotwein-Tetra-Pack diesen Schlauch mit dem Verschluss da angebastelt. Und dann hat er da Kaffee unten rein und heiß Wasser rein und dann hat er eine Sohle oben auf, dass man French da draus machen, einen French-Café. Und dann sollte man da reintreten und den Kaffee runtertreten, dass man im Winter, wenn man draußen rumläuft, zwischendurch auch einen Kaffee trinken kann. Das war gar nicht mal so dumm gedacht. Oder die Lametta-Hose. Hat er Ihnen von der Lametta-Hose erzählt? Ja, klar, die Lametta-Hose. Die musste ich sogar mal anprobieren. Das war aber wirklich raffiniert. Da dachte ich auch immer, warum ist der arme Mann so falsch abgebogen? Ja, er ist das. Da sagen Sie ein wahres Wort, Frau Kager. Er ist... letzten Endes ist er falsch abgewogen. Wissen Sie eigentlich, dass er einen Sohn hat? Nee. Wissen Sie das eigentlich? Was? Er hat einen Sohn, er hat sich von ihm abgewendet. Der Sohn von ihm? Ja. Von Der ist eine große Nummer bei Airbus, der Sohn, Folger. Ich kenne ihn auch, ich habe ihn damals schon mal kennengelernt. Das ist lange her, ja. Der ist Ingenieur bei Airbus, der baut Flugzeugmotoren. Nein, das gibt's ja gar nicht. Das ist ein ganz, ganz engagierter Mann, der sehr erfolgreich ist. Man sagt, er ist in einer ganz hohen Position. Und früher hat man immer gesagt, der Sohn hat das Talent von seinem Vater geerbt. Weil Ditsche war ja auch mal, er hat ja auch mal eine Lehre gemacht. Ja, aber hat er doch abgebrochen, bei Petersen Maschinenbau in Harburg, da hat er damals ganz früh mal gearbeitet, weil ich weiß nicht, was dort passiert ist. Irgendwie Bobster Zoff. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Naja, klar.
Klar, er ist ja oft rausgeschmissen worden, ne? Also ja. Kann man ja, ja. Ja, es ist eine Tragödie, Frau Kager, ne? Haben Sie immer noch einen Unterbergbar? Ja, sicher, ja klar. Aber er ist ja eigentlich eine gute Haut. Das ist ja das Furchtbare. Ja. Ganz am Ende kann man ihm ja auch nicht böse sein. Aber was überhaupt nicht geht, ist, dass man schlecht über Leute redet. Ja, eben. Und das da werde ich Ihnen jetzt mal nächstes Mal den Kopf waschen. Da können Sie sich aber drauf verlassen. Ich meine, also alles, was recht ist. Also ich habe nur auch wirklich... Ich meine, oder hier, als er hat mir doch mal die Vitrine zertrümmert, mit dem Wagenheber. Ich weiß, da musste er ja rüber, ne? zum Griechen und ich, da ja, und ich habe nur wirklich einen langen Atem mit ihm gehabt, immer. Also alle paar Monate war irgendwas hier. Ne? Aber er hat ein gutes Herz. Wissen Sie, dass er einen Hund hat? Was? Er hat seit zweieinhalb Monate ungefähr hat er einen dreibeinigen Hund. Was? Den hat er auf der Straße, der wäre fast verendet, der ist überfahren worden. Und dann hat Ditsche ihn aufgehoben und dann ist er mit Giovanni irgendwo ins Tierkrankenhaus oder irgendwo hingefahren. Und dann haben sie ihn irgendwie den halben Bein da amputiert. Und dann hat der Chain mit nach Haus genommen und gepflegt. Und er hat ja, waren Sie mal bei Ihnen in der Wohnung? Er hatte da auch ein zweites Zimmer, was damals wurde Pübi, seine Schwester. Ja. Die ist ja so tragisch ums Leben gekommen. Ja, ja, ich weiß. Eine ganz traurige Sache war das eigentlich. Da haben wir ihn auch alle gestützt, aber da ist er fast nicht über weg gekommen. Mhm. Ne? Aber da hat er in den Raum drin. Da hat er jetzt aus einer alten, der hat so eine Anrichte mit so Glastüren, die hat er da hingestellt. Davor, von so einer ist die Wand und dann hat er das so davor gestellt. Mhm. Und dann hat er da Sachen für den Hund da reingetan. Und dann hat er dahinter, hat er aus so einer alten Babywanne, wo er die wieder her hatte, weiß man nicht, mit Kissen, da ist das Lager von dem Hund. Und für den Hund macht er alles, ne? Alles. Und er hat das aufgebaut, wie das hier aussieht. Wie das ja, hier? Mit den Glastresen, die Vitrine, das hat er genauso gebaut. Weil, und dann, also als wenn ich jetzt der Hund bin sozusagen? Ja, der so Hund. So in der Art, oder wissen wie? Wissen Sie, wie der Hund heißt? Der Hund heißt Ingo. Und den betüdelt er den ganzen Tag. Und sagt, das dahinter ist der einzige Platz. Der einzige Platz, wo der sich geborgen fühlt, der Ingo, hat er gesagt. Ne? Ich muss jetzt auch mal los. Was kriegen Sie denn von mir? Och, das, mein Mann, der wartet ja schon die ganze Zeit. Das geht aufs Haus, Frau Kager. Das ist schon in Ordnung. Danke. Och, ich bin schon viel zu spät. Aber Sie müssen mir schon sagen, denn nochmal, Sie wissen ja, wo ich wohne. Wenn immer wieder was ist, er darf nicht abrutschen, aber er darf auch nicht schlecht über die Soll Leute. Ich Ihnen mal meine Telefonnummer mitgeben, Frau Kager, dass Sie mal anrufen? Die habe ich ja schon. Ich habe sie ja heimlich doch schon stehen immer. Nee, dann ist gut, dass Sie, wenn irgendwas ist, Sie können mich immer anrufen. Also, ne, ich stehe zur Verfügung. Ne? Ja, vielen Dank.